Wir sind heute hier, weil das Umweltministerium uns sich im Feldhamsterschutz engagieren möchte und Mittel bereitgestellt hat, hier die Feldhamsterpopulation zu unterstützen. Und zwar sind das Regionen, die zuvor halt von der Deutschen Wildtierstiftung im großen Bundesprogramm Biologische Vielfalt vom Feldhamsterland entdeckt worden sind. Und diese werden jetzt quasi weiter unterstützt. Wir haben dafür gesorgt mit unserer geänderten Technologie, dass er nicht mehr da ist. Ich bin der Meinung, wir sind darum auch verantwortlich, ihm da wieder die Lebensbedingungen zu schaffen, dass er wieder hierher kommt. Beziehungsweise da, wo er ist, erhalten wird. Er gehört zu unserer Natur. Die Hamster legen Schrägröhren an in der Nacht, also nach Erntezeit oder im Sommer sozusagen. Dann erweitern sie ihren Bau oder die Jungtiere gehen halt oder die Alttiere gehen rum und versuchen neue Baue zu graben. Sie müssen wissen, so ein Hamster kann mehrere Baue halt im Jahr anlegen, also in einer Saison. Das ist halt, sie wechseln ständig ihr Haus. Das Engagement für die Feldhamster kommt eigentlich aus meinem ganzen Leben. Weil ich im Harz groß geworden bin, im Wald zwischen Bäumen und damit weiß oder die persönliche Erfahrung habe, dass die Natur nur im Ganzen funktioniert und nicht in Teilstücken. Und darum betrachte ich auch hier den Ackerbau so, dass wir das ganze System der Natur betrachten müssen und nicht nur den schmalen Teil, der von uns im Moment genutzt wird, um eben maximale Erträge, maximale Erlöse einzufahren. Feldhamsterschutz besteht darin, dass man einfach erstmal guckt, wo sind Feldhamster, und wir haben hier ganz viele Feldhamster, und dann versuchen wir mit den Landwirten hier Maßnahmen zu vereinbaren, was sie, wie sie den Feldhamster schützen können. Und hier haben wir die Ehrenernte in einer ganz besonderen Form, weil wir eine besondere Technik hier angewendet worden ist, nämlich die Stripper-Methode. Die Stripperfinger, das ist eine rotierende Welle, wo diese Kämme dran sind. Hier kommen die Halme rein, die Ähre wird abgestriffen, wird hier oben an die Querförderschnecke übergeben und ganz normal gedroschen. Ja. Wir haben vielleicht einen Strohaufkommen im Drescher von 5% oder 10% des Normalen. Ja. Ja. Und damit haben wir hier die volle Länge des Getreides noch draußen stehen. Ja. So, und bei dem Betrachten und sinnvollen, umfassenden Betrachten kommt man an Stellen an, wo man sagt, im normalen Leben würde dich das nicht interessieren, aber dieser Weg könnte wichtig sein, könnte dir vielleicht langfristig auch helfen bzw. positiven Einfluss auf deinen ganzen Betrieb, auf die Landwirtschaft haben. Und dann probiere ich das einfach aus, erkundige mich, recherchiere und treffe dann oft auf dieselben Probleme und Lösungen, leider dann auch im Ausland, nicht in Deutschland, und versuche sie dann hier umzusetzen, auch wenn sie im verwaltungstechnischen und bürokratischen Sinne noch nicht angekommen sind. Neue Technologien oder andere Technologien, die weltweit verbreitet sind und in Deutschland nicht Usus sind. Ich denke an Direktsaat, ich denke an Striptill, ich denke an regenerative Landwirtschaft, ich denke an Humuswirtschaft. Das sind Wörter, die im Moment schon im Sprachgebrauch sind. Aber vor 20 Jahren wusste keiner, was Agroforst ist oder was regenerative Landwirtschaft ist. Und Direktsaat, ach, das gibt's da irgendwo in Übersee. Ja, die machen das, die haben da andere Bedingungen. Aber wir müssen uns den Weltmarktbedingungen stellen. Und auf einmal sind diese Technologien zumindest nachdenkenswert. Was so typisch ist, ist halt, dass wir die helle Erde hier haben. Das heißt, der Löss aus den tieferen Schichten wurde rausgeholt und legt sich jetzt quasi so in so einer Art Wurst neben dir in diese Schrägröhre. Und wir suchen auch halt oft nach Kot, also nach den Hinterlassenschaften dieser Tiere. Die können wir jetzt ganz einfach im Labor analysieren und somit auch genetische Daten generieren, was wirklich auch jetzt logistisch einfacher ist. Wir haben vorne auch noch so eine Haarfalle, wo man die dann reinsetzt in diese Baueingänge. Das ist, wenn die Tiere rein oder rausgehen, dann lassen sie ihre Haare, und das kann man genetisch analysieren. Ja, okay. Aber dafür müssten wir quasi nochmal hier hin. Und das kostet Zeit und Geld, und so können wir einfach, wenn wir hier kartieren und ein bisschen genauer gucken, auch solche Pillen finden. Ja, wir nennen das bei den Kartieren immer Tic-Tacs.
irgendeinen Bezug oder Größe zu sehen, dass es eben keine Mäuserkot ist. Und somit freut sich jeder oder unser Genetiker freut sich. Wir stellen uns in einer Reihe auf und laufen über den Acker und gucken eben auf den Boden, ob wir den Feldhamsterbaue finden. Und wenn wir sie gefunden haben, werden sie dann halt eingemessen und untersucht, wie tief sind die Schrägröhren oder die Fallröhren. Und und dann wissen wir, dass da die Tiere drauf sind auf dem Acker und dann können wir auch Maßnahmen drauf vereinbaren. Ja, wenn wir loslegen, dann überlegen wir uns, dass die klassische Variante der Mähdrusch mit Schneidwerk ist, wo die ganze Pflanze über der Erde abgeschnitten wird, durch den Drescher geht, die Körner ausgedroschen werden, die Körner im Bunker landen, das Stroh entweder hinten als Schwatt landet, beziehungsweise breit verteilt mit einem Häcksler auf der Fläche wieder voll verteilt wird. So, nun gibt es dazu international eben auch Alternativen, die eben dieses Verfahren sein können, das Strippen des Getreides. Es hat Vorteil, man ist etwas schneller wie mit einem normalen Schneidwerk, aber auch den Nachteil hat, dass man hinterher sich mit dem Stroh rumärgert, weil die Technologie nicht unbedingt vollständig ist, auch ihre Macken hat, aber auch Vorteile hat. Zum Beispiel die permanente Beschattung des Bodens. Wenn man sich mit dieser Problematik auseinandersetzt, landet man da, dass die permanente Begrünung, Schrägstrich Beschattung, sich positiv auf die Krümelstruktur, auf das Bodenleben, auf die Bodengare, auf den Bodenwasserhaushalt auswirkt. Und dann sind das schon Argumente, hier auch den Weizen mit der Stripptechnologie zu ernten und dann den ein oder anderen Vorteil dieses langen Strohs auch mitzunutzen. Und dabei schützt man auch den Hamster. Im Endeffekt müssen wir in einem Austausch, Dialog mit den Landwirten treten, um zu gucken, was ist realisierbar, was können wir machen. Wir brauchen eigentlich Schutz, das heißt Deckung und Nahrung für den Feldhamster über seine Aktivitätszeit bis in den September, Ende September hinein, von Mai bis September. Und da wäre eine Ehrenernte möglich als Maßnahmen, aber man kann auch Blühstreifen ansetzen oder einjährige Streifen in Maisfeldern mit einer anderen Kultur. Das ist alles möglich, man muss im Austausch dazu finden. Der Hamster braucht nach der Getreideernte, wenn die Felder so aussehen wie auf der anderen Seite, Schutz. Die hat er auf den anderen Feldern nicht. Und hier hat er den Schutz, den er dringend für die dritte Generation und auch für das Einlagern des Getreides für den Wintervorrat benötigt. Und wenn man das alles miteinander verbinden kann, warum soll man das nicht machen? Dann bleibt noch die Ökonomie. Man unterstützt uns jetzt hierbei, dass wir solche Verfahren anwenden. Dann fällt uns das leichter, diese Technologie anzuwenden. Er darf weiter fahren. Das Einzige ist, dass wir die Deckung beibehalten möchten. Das heißt, er darf es halt nicht dann sofort umbrechen. Und das ist eine Maßnahme, die er auch honoriert bekommt.